wie ein 17-jähriger GTA 6 leakte. Das will ich mal gerne wissen, weil es war ja so gewesen, eigentlich war GTA der Trailer geplant für mittags 15 Uhr und dann hat den irgendeiner geleakt und anscheinend war es dieser 17-jährige Junge, aber wie hat er das gemacht, Digga? Was hat er da gemacht? Will ich mal gerne wissen. Was ist das für einer? Ziehen wir uns das mal rein. Wer war das? Wer hat Rockstar so hops genommen bei dem Trailer, wo wir so lange drauf warten? Er hat es einfach vor Rockstar geleakt. Das ist schon krass. Question. Where is GTA 6? Where is GTA 6? Es gibt neue Hinweise auf GTA 6. Where is GTA 6? Where is GTA 6? Where the fuck is GTA 6? 10 Jahre lang herrschte Stille. Keine Information, keine Äußerung, keine Ankündigung. Einfach nichts. Das ist schon hart. 10 Jahre ist hart. Ich glaube, guck mal, GTA 4 kam 2008 und dann kam GTA 5 2013, also 5 Jahre später. Wäre 2018 GTA 6 gekommen, okay, aber Bruder, 10 Jahre, das ist schon krank. Dann am 18. September des vergangenen Jahres tauchten aus dem Nichts unzählige Leaks zu GTA 6 auf. Screenshots, Ingame-Aufnahmen und Fortschritte in der Entwicklung. Es handelt sich um interne Leaks aus dem Team, die niemals für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Innerhalb kürzester Zeit trennten die Videos überall. Ein viraler Albtraum für Rockstar Games. GTA 6 has just leaked yet again. Anfangs ist unklar, ob das Ganze echt ist. Ja, Mann, das habe ich auch gesehen, diese ganzen Sachen. Nach der Veröffentlichung äußert sich Rockstar Games und bestätigt es. Die Leaks sind kein Fake. Extreme Disapp. Die Rockstar. Krass. Die sind kein. Warte mal, das will ich mir mal kurz angucken, was sie da gezeigt haben. Innerhalb kürzester Zeit trennten die Videos überall. Lass mal sehen. Ein viraler Albtraum für Rockstar. Was da für Clips gezeigt wurden. Einfach tauchten aus dem Nichts unzählige Leaks zu GTA 6 auf. Screenshots. Oh, geil, Alter. Da sehe ich mich. Ingame-Aufnahmen. Alter. Sieht schon heftig aus, ne? Car Physics Preview. Und Fortschritte in der Entwicklung. Es handelt sich um interne Leaks aus dem Team, die niemals. Rockstar-Aktien stürzen ab und ein Milliardenschaden entsteht. Doch, dass dieser Milliardenschaden von einem Kind verursacht wurde, hatte keiner geglaubt. Das. Ein 17-Jähriger, was zur Hölle, Alter? Wer ist da bei Anonymous? Ist die Geschichte des größten Leaks in der Videospielgeschichte. GTA 6 got leaked. Biggest gaming leaks in history. GTA 6 the fuck. Now who is this hacker? Doch, um alles verstehen zu können, muss ich von vorne anfangen. Am 10. Dezember 2021 führt eine Hackergruppe namens Lapsus einen Angriff auf das brasilianische Gesundheitsministerium durch. Es handelt sich um ihre erste bedeutende Aktion. Über mehrere Wochen hinweg verschaffen sie sich heimlich Zugang zu den Cloud-Servern und kopieren interne Daten. Anschließend manipulieren sie die Regierungswebsite vollständig und hinterlassen eine Nachricht, in der sie behaupten, wichtige Daten gelöscht zu haben. Zudem geben sie eine E-Mail-Adresse und einen öffentlichen Telegram-Chat an mit. Warum machen die sowas, Alter? Wieso hacken die einfach so dieses Gesundheitsding? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch kompletter Quatsch. Der Aufforderung, sich zu melden, um die Daten zurückzuerhalten. Dieser Angriff deutet erstmals auf die eigentlichen Motive von Lapsus hin. Sie wollen durch das Hacken und Erpressen reich werden. In den folgenden Monaten startet Lapsus eine regelrechte Hacker-Serie und sie führen Angriffe auf zahlreiche Ziele der brasilianischen Bundesregierung durch. Die Daten, die sie ins Visier nehmen, meint ihr, die haben einen Waka Waka und Elastico-Shop gemacht, um da durchzukommen? Scheinen unwiderruflich gelöscht zu sein. Kurz darauf setzt Lapsus seine Hacker-Attacken fort und hackt Unternehmen wie Samsung, Nvidia, Okta und Uber. Well, developing Krank. News tonight on a mysterious overseas hacking group targeting major tech companies. KPX5 Sarah Donchi reports that the FBI is now asking the public for help, trying to track them down. Aufgrund einiger Fehler seitens Lapsus werden am 24. März 2022 7 Personen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren in London von dem FBI festgenommen. Alter, 16 bis 21, so eine junge Hackergruppe, das ist doch wirklich Wahnsinn. Die Hackergruppe Lapsus. Einer der Hacker ist Arion Kurtac, ein damals 17-jähriger Junge, der nach der Beschreibung seiner Eltern eine wahre Begeisterung für Computerspiele hat. Arion erhält eine vergleichsweise milde Strafe in Form eines Computerverbots und einer intensiver Überwachung. Doch wenige Tage nach seiner Verurteilung wurde Arion gedoxt und zahlreiche Informationen über ihn wurden öffentlich gemacht. Details zu seinem Wohnort, seiner Telefonnummer und Informationen zu seiner Familie wurden geleakt. Um Arion zu schützen, wurde er daraufhin von der Polizei in einem Hotel untergebracht.
Doch selbst das sollte ihn nicht davon abhalten zu hacken. Und dieses Mal nahm er sich kein geringeres Ziel vor, als den vermutlich größten Videospielentwickler aller Zeiten. Was? Rockstar Games. Hä, wie hat er das denn gemacht? Anfang September 2022. Arion verlässt das Hotel, in welches er untergebracht wurde, und begibt sich in einen nahegelegenen Computerladen. Dort kauft er einen Amazon Fire TV Stick, ein Gerät, das genutzt wird, um Fernsehsendungen und Filme zu streamen. Ja. Doch Arion plant damit etwas ganz anderes. Er verbindet den Stick mit seinem Hotelfernseher. In Kombination mit der ebenfalls gekauften Tastatur und Maus entsteht eine Art professorischer Computer. Daraufhin installiert er einen Webbrowser aus dem Amazon App Store und beginnt mit seinem Vorhaben. Hä, aber wieso haben die den nicht überwacht? Ich verstehe das nicht, was der da macht und sowas. Das sind die aber selber schuld dann. Arion beginnt eine Liste von Mitarbeitern bei Rockstar zu erstellen, um dann mit einem Phishing-Betrug an äußerst sensible Informationen wie deren E-Mail-Adresse und Passwort zu erhalten. Alles, was er benötigt, ist ein einziger unschuldiger Mitarbeiter, der diesen Betrug zum Opfer fällt. Trommel, Bruder. Ja, da muss man auch aufpassen, diese E-Mails, Leute. Sie haben im Lotto gewonnen. Hier, klicken Sie drauf, um Gewinner zu sein. Und das passiert auch schneller als gedacht. Durch seinen Phishing-Betrug hat Arion sich Zugang zu Rockstar Slack verschafft. Slack ist ein Tool, auf dem Mitarbeiter miteinander kommunizieren und Informationen austauschen können. Arion stößt dort auf äußerst vertrauliche Informationen, darunter Daten von höchster Geheimhaltungsstufe, Fortschrittvideos oder sogar den Quellcode von GTA 6. Auf GTA Forms postet er währenddessen: Ich habe über 90 Clips und Leaks zu GTA 6. Melde mich die Tage. Wie erwartet, glaubte ihm so gut wie niemand. Und seinen Behauptungen wurde weder Glauben noch jegliche Aufmerksamkeit geschenkt. Wie krank. In der Zwischenzeit stiehlt Arion heimlich so viele vertrauliche Daten wie möglich. Bis schließlich am 18. September 2022 um 3.26 Uhr Arion über 90 Clips aus GTA an die Öffentlichkeit durchsickern ließ. Gleichzeitig versuchte er Rockstar Games zu erpressen, indem er ihnen drohte, auch den Quellcode von GTA 6 zu veröffentlichen, damit jeder den Zugang zu dem Spiel hätte. Junge. Nach dem Leak schrieb er noch: Wie auch immer, ich schlafe jetzt einige Stunden. Er legte sich zur Ruhe und schlief ein, unwissend, was in dieser Nacht im Internet passierte. Als Arion aufwachte, hatte sich sein ursprünglicher Beitrag in den GTA-Foren über Nacht wie ein Lauffeuer verbreitet. Und alle, von YouTubern bis zu großen Nachrichtennetzwerken, berichten über den Vorfall. Recently GTA 6 got leaked. It was one of the biggest gaming leaks in history. GTA 6 got leaked! On Sunday morning, the 18th of September, a GTA Forums user leaked 90 video clips. Alter, das ist schon heftig. Ne? Ich habe gar nicht die 90 Clips gesehen. Schickt mir die mal, ich will die auch mal sehen. Of GTA 6 test footage. Rockstar Games selbst bestätigt auf Twitter mit einer Nachricht, dass alle geleakten Aufnahmen echt sind. Und dies aufgrund eines unbefugten Netzwerkeinbruchs geschehen ist. In einem letzten verzweifelten Versuch, sich zu retten, beginnt Rockstar, alle Reuploads des Materials auf Plattformen wie Twitter und YouTube zu entfernen. Doch auch dieser Versuch ist vergeblich. Die Welle ist zu groß, um gestoppt zu werden. Krank. Und als Ergebnis fallen die Aktien von Take-Two, Rockstars Muttergesellschaft, in den nächsten Tagen um knapp 15%. Ein Verlust von über 2 Milliarden US-Dollar. Und alles wegen einem 17-Jährigen, ey. Ich bin mal gespannt, was hat er denn für eine Strafe bekommen dafür? Aufgrund der schwerwiegenden Schäden greift das FBI ein. Ursprünglich vermuten sie, dass der Hacker irgendwo in den USA lebt. Doch mit dieser Annahme tappen sie jedoch anfangs im Dunkeln. Doch das FBI ermittelt weiter. Arion wird wenige Tage daraufhin festgenommen und sitzt 10 Monate in Untersuchungshaft. Im Juli dieses Jahres steht er dann vor Gericht. Das Urteil jedoch fällt anders aus als erwartet. Das Gericht stellt autistische Züge bei ihm fest, was dazu führt, dass er nicht für die Tat belangt wird, da er angeblich nicht wusste, was er tat oder ihm das Ausmaß des Leaks nicht bewusst ist. Was? Der weiß nicht, was er macht. Der hackt sich nur in Rockstar ein und fängt ein paar Nachrichten ab. Weiß er nicht. Nein, nein. Doch leider wurde der Trailer einen Tag vor dem eigentlichen Veröffentlichungstag ebenso geleakt, weswegen sich Rockstar Games spontan dazu entschied, den Trailer frühzeitig zu veröffentlichen. Rockstar Games und weitere Videospieleentwickler haben immer wieder mit Leaks zu kämpfen, was für die Entwickler sehr enttäuschend und... Aber wer hat das denn geleakt? Schlau immer auf psychisch krank machen für mildere bzw. keine Strafe. Ja, aber
wer hat das denn jetzt geleakt, diesen Trailer? Das würde ich auch mal gerne wissen, weil eigentlich war ja 15 Uhr geplant. Ich gucke auf einmal meine Abo-Box, sehe da 0 Uhr GTA 6 Trailer. Da dachte ich mir auch, was geht ab. Geradezu respektlos ist, wenn sie Projekte wie diese auf die Beine stellen. Denkt beim nächsten Mal daran, wenn ihr das nächste Mal auf Twitter Leaks seht, diese nicht zu verbreiten. Meldet sie und zeigt, dass ihr die Arbeit vieler Devs und Artists würdigt. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist ein cooles Video, hat er gut gestaltet, Alter. Heftig, einfach ein 17-Jähriger hat ganz Rockstar-Hops genommen. Ich weiß noch ganz genau, wo diese Leaks da waren. Ich habe aber leider nicht so viel davon sehen können. Da hat Rockstar sich auch, glaube ich, sehr schnell drum gekümmert, die ganzen Sachen da zu löschen. Das ist schon heftig, ne, wenn man so überlegt.